Hallo und willkommen zu Kochen mit Naturenergie. Ich koche heute wirklich mit Naturenergie, nämlich auf offenem Feuer. Ich bin aber nicht hier im Wald und koche hier, sondern hier wird nur genossen. Also ein bisschen Waldbaden, Schwarzwaldrisotto essen und die Zutaten für das Ganze gibt's hier. Und wir kochen bei mir zu Hause. Also viel Spaß beim Video. Wie unser Schwarzwaldrisotto aussieht, habt ihr jetzt schon gesehen. Aber klar, wir machen nicht Feuer im Wald, ist viel zu gefährlich. Deshalb haben wir hier heute unsere Naturenergie aufgebaut. Sprich, wir arbeiten draußen und ich zeige euch, was wir fürs Risotto alles brauchen. Wir fangen an mit ein paar Zwiebeln, die werden geschält und danach geschnitten. Unsere Zwiebeln sind geschnitten, jetzt kommt noch die Knoblauchzehe dazu. Einfach schälen und in Scheiben schneiden. Und danach schnappen wir uns noch die Schwarzwaldsalami, schneiden ein paar Würfel und behalten uns ein bisschen was auf, um schöne dünne Scheiben zu schneiden, die dann später auf unser Risotto kommen. Also erstmal Knoblauchzehe. Zwiebel, Knoblauch und Salami sind geschnitten. Wir schnappen uns unser Tannenöl, gehen an die Pfanne. So, erstmal ein bisschen Öl rein. Ihr seht schon, die ist richtig heiß. Und dann kommen unsere Zutaten dazu. Und die lasst ihr jetzt schön glasig schwitzen. Und als nächstes braucht ihr den Reis. Den schon mal auf die Seite stellen. Bisschen Schwarzwald-Flavor. Und jetzt kommt ein ordentlicher Schuss Weißwein da drauf. Und das Wichtigste beim Risotto ist immer rühren, rühren, rühren. Denn dadurch reiben die Reiskörner aneinander. Und wir bekommen eine schöne cremige Konsistenz. So, wenn der Weißwein verkocht ist. Und dann kommt unsere Gemüsebrühe drauf, ein Teil davon. Und jetzt heißt es rühren, aufgießen, rühren, aufgießen, immer wieder runterkochen lassen und dann bekommen wir ein cremiges Risotto hin. Während unser Risotto kocht, können wir die restlichen Zutaten schneiden. Ein bisschen Lauchzwiebel, unsere Fichtensprösslinge, die Kirschen werden klein gehackt. Und dann kommt alles ins Risotto rein, wenn es soweit ist, und dann geht's weiter. Die Sprösslinge, die wir verwenden, sind natürlich im Mai gesammelt, beziehungsweise Anfang Juni dieses Jahr. Ihr müsst aufpassen, holt nicht zu viele Sprösslinge aus dem Wald. Wenn ihr jemanden habt, der vielleicht ein Stück Wald hat, so wie es uns geht, ja, dann kann man das wirklich dort auch machen. Man sollte die Bäume nicht zu sehr schädigen. Und für uns ist der Sprössling natürlich ein Produkt, was ganz oft bei uns Verwendung findet, auch bei unseren Sachen, die wir so produzieren. Und deshalb achtet da ein bisschen drauf, dass ihr nicht zu sehr an die Bäume dran geht. Unsere Sachen sind jetzt alles gerichtet. Das Risotto braucht jetzt noch 3-4 Minuten. Und dann kommen die Frühlingszwiebeln, die Kirschen, die Sprösslinge, unsere Zedernkerne. Alles kommt rein, der Käse wird frisch reingerieben, ein Stückchen Butter dazu und das Thema ist erledigt. Und ganz zum Schluss legen wir oben drauf dünne Scheiben von der Schwarzwaldsalami. Und ich verspreche euch, das schmeckt nicht nur beim Waldbaden, das kann man auch so mal zu Mittag essen. Also schaut zu, wie es weitergeht. Unser Risotto ist kurz vorm Fertigwerden, kommen jetzt unsere Zutaten rein. Also zuerst mal die Sprösslinge und der Lauch und die Kirschen, unsere Zedernkerne. So, das Ganze nochmal schön rühren. Wenn ihr jetzt merkt, dass ein bisschen Flüssigkeit fehlt, einfach noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu. So ein Risotto soll immer schön schlonzig sein, das soll richtig schön schwabbeln, das darf nie fest sein. So, dann brauchen wir unseren Käse und die Reibe. Mit dem Bergkäse nicht geizen.
Da darf ruhig ein bisschen was rein. Und zum Schluss schnappt ihr euch noch ein bisschen Butter. Und schon habt ihr ein super cremiges Risotto. Alle Zutaten sind drin. Später, wenn wir es angerichtet haben auf dem Teller, noch ein bisschen dünne Salamischeibe. Ich mache noch ein bisschen Schwarzwald-Balsamico drauf. Einmal probieren noch, ob ein bisschen mehr Würze dran muss. Und dann war es das schon. Also nichts Leichteres wie ein schönes Schwarzwald-Risotto kochen. Unser Thema im August: Aufforstung. Aufforstung bedeutet aktiver Klimaschutz und aktive Umwelthilfe. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo vielleicht ein paar Bäume zu pflanzen oder Projekte zu unterstützen, die dazu beitragen, dass wir wieder mehr Wald bekommen, dann unterstützt das. Weil Aufforstung bedeutet, ganz aktiv in den Klimawandel einzugreifen. Das Binden von CO2 durch die Wälder ist eine super Sache und ist genau der Weg, den wir einschlagen müssen. Also schaut euch um und außerdem erhaltet ihr auch die Grundlage für unser Geschäft. Nämlich durch den Wald haben wir immer wieder neue Aromen, die wir in unsere Produkte mit einfließen lassen können. Und wo wir auch heute mit unserem Schwarzwald-Risotto ganz nah dran sind. Also viel Spaß beim Essen und bis dahin schützt die Wälder. Viel Spaß dabei.